town of Newt, the vehicle was recently discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful that the expanded search in nearby communities, Harlow and Chinatown, will unearth the lead. Willkommen zurück zu einer neuen spannenden Folge Texas Chainsaw. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte erbarmungslose Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir spielen heute auf der Seite der Survivor. Ich habe diese junge Dame hier gewählt, nicht weil sie verdammt gut aussieht, sondern weil sie verdammt cool ist. Das gibt's doch nicht. Tschüss. Ist ja ein großartiger Start. Direkt neben der alten Lederlippe. Okay, hier ist ein Mate. Ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, Hashtag Lederlippe in die Kommentare und natürlich auch ultimativ wichtig, eine Bewertung da lassen. Freund heilen. Ist die angehittet? Ja, die muss man auch noch aufmachen. Die Shortcuts. Ich habe sie hier gewählt, weil sie besonders gut ist im Schleichen und Plündern. Das kann sie sehr, sehr gut. Und da dachte ich mir, wir passen gut zusammen. Erstens, sie ist mein Typ. Und zweitens kann sie klauen und schleichen. Das finde ich irgendwie attraktiv, wenn Frauen sowas können. Also, meine Damen, jetzt kennt ihr meine Vorlieben. Verbrecherin. So, jetzt durchwühlen wir das ganze Ding mal. Survivor ist deutlich schwieriger als Killer. Deutlich komplexer. Ich kenne meine Fähigkeiten nicht. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Lederlippe treibt da sein Unwesen. Man muss halt wirklich clever spielen. Man muss erstmal hier rauskommen aus dem Keller. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, man muss halt auch wirklich gucken, dass man seine Umgebung richtig verwendet. Und dass man leise ist, verdammt. Oh boy. Aus dem Weg! Ist da durch. Oh oh, jetzt muss man stehen bleiben. Das weiß ich ja. OP ist wach. Der Lärm im Keller, ne? Der hat den... Okay, jetzt... Jetzt ist es eh egal. Du Idiot! Alter, wie kann man nur so drauf sein? Jo, geil, dankeschön! Jetzt komme ich hier nicht raus, weil er die Leiter verwendet. Ich glaub's nicht. Geil, Alter. Geh doch hoch! Warum geht sie... Sie geht einfach nicht hoch. Ich glaub das nicht. Was für ein Start. Ist erstmal umgefallen. Vor Erschöpfung. Geil. Komm schon. Raff dich. Danach gibt's Medizin. Dass ich da nochmal rausgekommen bin. Okay. Huh. Durch. Und rennen. Und schließen. Und jetzt bitte da hoch. Dankeschön. Weil da kann er nicht hoch. Boah, ich hab gedacht, ich wäre tot. Ich dachte wirklich, ich wäre tot. Oh mein Gott. Der Billy ist an mir vorbeigejoggt. Okay, ich hab's wieder im Griff. Alter, Survivor ist so intens. Aus dem Haus bei der Tankstelle geflohen. Oh, da drüben. Ha! Yo! Nice. Der Mann weiß, wie es geht.
hatte hier gerade das Auto wieder frisch. Aber ich mach das hier mal auf. Das kann auch noch nützlich sein. Guck, sie macht richtig gut Sprünge nach vorne, ohne Alarm dabei zu aktivieren. Ist ziemlich nice. Ich kann dich leider nicht heilen, Bruder. Achtung, stehen bleiben, Großvater brüllt. Okay, die anderen da hinten machen irgendeinen Schmu. Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, der Mann hat Ahnung, deswegen werde ich einfach dich unterstützen. Ah, die haben einen erwischt. Was müssen wir denn machen? Das Auto da hinten frisch machen? Achtung, Vorsicht. Ich hab das Ventil. Kerke! Sicherung ist hier drin. Das Ventil ist unten für den Generator. Hopp! No! Super Sprint! What's up? Komm! Großvater! Leave me alone. Den Großvater kannst du gut ausdancen. Wo sind die anderen? Opa, du kriegst mich nicht. Komm schon, hör doch einfach auf. Lässt mich jetzt aber auch nicht gehen, der Dude, ne? Und wieder hier durch. Ich krieg wieder Ausdauer. Ich habe halt hier keine Heilung, nichts. Ich überlege gerade, wie... Ich müsste zum Brunnen und da bin ich aber wieder im Keller. Will ich im Keller sein? Was machen die anderen? Wo sind die anderen? Du kannst mich nicht holen. Oh nein, der holt einen Kumpel. Kack, jetzt habe ich ein Problem. Ha, ausgetrickst. Der denkt, ich laufe da lang. Aber ich tue es nicht. Oh Mist. Ich hoffe, ich habe den anderen wenigstens Zeit verschafft. Ich glaube, die schaffen's. Ist meine allererste Runde, Freunde. Meine allererste Runde. Als Überlebender in der Vollversion. Der hat's clever gemacht. Jetzt bin ich tot. Oh, nee, ich will nicht raus. Ich will wissen, ob sie es hinbekommen. Sie hat eine Sicherung. Er hat zwei Schraubendreher. Oh, er hat's geschafft. Alter, er ist raus. Gern geschehen. Das muss man noch knacken. Und sie ist halt richtig gut darin, Sachen zu knacken. Sie kann das echt stabil. Ja, jetzt wo ich tot bin, denken die, hier geht nichts mehr ab. Hat er jetzt hier leichtes Spiel und kommt raus. Er wird's auf jeden Fall schaffen. Gern geschehen. Es muss auch Typen wie mich geben, die einfach nur den Opa austanzen. Hätte er nicht seinen Enkel geholt... Oh, sie ist auch noch hier, oder? Komm schon, das schaffst du.
Das schaffst du, Girl. Du bist voll geheilt. Einmal hier durchbrechen. Das haben wir schon aufgeknackt. Kann der Großvater nicht Schlösser anbringen? War das nicht er? Weil dann hast du natürlich da einen richtig geilen Vorteil. Ja, das schaffst du easy. Zwei kommen raus. Gerne gemacht. Jetzt geh aber auch raus und steh da nicht wieder ewig lang rum. Nicht entkommen, aber für die erste Runde war es okay. Diesmal konnte ich leider mein Final Girl nicht nehmen. Na, siehst du, sie ist deutlich schlechter darin, finde ich. Die andere kann sich irgendwie besser rausjiggeln und wiggeln. Und Lederlippe ist hier schon am Durchdrehen. Das ist aber keine gute Knotentechnik. Moment, ich bin allein hier unten? Das ist keine gute Knotentechnik. Da hätte Lederlippe lieber mal zu den Pfadfindern gehen sollen. Da hätte er nämlich was gelernt. Dann wäre ihm das alles nicht passiert. Knochenreste. Vorsicht. So, damit konnte man sich verteidigen, ne? Das ist Mensch, meine Liebe, klar. Ich glaube nicht, dass Tiere so einen Schädel haben. Oh no. Karma, Baby. Damit kann man die Dinger entschärfen zum Beispiel. Aber konnte man damit nur das machen? Ich meine, es wäre noch mehr möglich gewesen. Boah, sag nicht, er kommt hier zu mir. Da kommt er zu mir. Und natürlich muss jetzt der Opa wieder Blähungen bekommen. Ich glaube, er ist abgebogen. Ah, die macht hier ordentlich Terror. Sind die schon oben? Okay, Respekt. Kettensäge geklemmt. Aber stand ja noch nichts, dass irgendjemand den Keller verlassen hat. Das kriegst du ja angezeigt. Dass irgendjemand aus dem Keller raus ist. Geht das Ding nur einmal? Nee. Das geht öfters. Was? Okay, das ist schon praktisch. Ich mach mal hier zu. Wenn ich jetzt da einen Dietrich raushole, dann könnte ich nämlich die eine Tür knacken. Und vielleicht verduften nach oben schon mal. Ach, das ist schon eine Tür nach oben. Ich nehme alles zurück. Bin auch aus dem Keller raus. Yep. Ich weiß gar nicht, wie man die Autobatterie repariert. Keine Ahnung. Hier ist eine Sicherung drin. Okay, irgendjemand ist bei der Tankstelle. Ich kenne mich halt auch bei den Karten noch nicht gut genug aus. Das ist jetzt zwar dieselbe Karte wie in der Runde davor. Ich kenne mich trotzdem nicht gut genug aus, weil ich die alle zum ersten Mal jetzt so richtig spiele. Und bis man das alles so verinnerlicht hat, was, wo, wie ist. Da vergeht auch ein bisschen Zeit. Boah, das war knapp. Eben gerade wurde ich ein bisschen gierig. Ich glaube, wir haben noch keinen Lärm gemacht. Das kriegst du anders angezeigt. Alright. Irgendjemand bastelt da hinten schon wieder rum. Kommt mir vor wie eine Wiederholung. Kies hat einfach die letzte Runde nochmal drangeschnitten. So ist er eben, unser Kies.
Wenn er betrügen kann, dann betrügt er. Okay, die Sicherung muss rein. Hier hätte ich reinspringen müssen, in so einen Brunnen. Oh, das Ding ist offen. Ich kann es knacken. Ich muss es nicht mal knacken. Ach, ich bin einfach rausgezogen worden. Das war, ja, Profi. Profi-Runde. Absolute Profi-Runde. So will ich es sehen, Freunde. Genau so. Rein, raus, auf Wiedersehen. Also das Spiel kommt bisher, glaube ich, ganz gut an. Ich hoffe, es hat eine Zukunft. Denn da könnte man noch vieles machen. Aber für mich persönlich kommt es nicht an Freitag der 13. ran. Freitag der 13. hatte einfach eine so geile Dynamik. Auch mit diesem Auto und die ganzen Gadgets, die man hatte, um eben Jason zurückzutreiben, zu verletzen, zu stunnen, die Möglichkeit, Jason zu töten und sowas, das war echt genial, ja. Also da haben sie wirklich ein extrem starkes Spiel hingelegt und für mich persönlich ist Freitag der 13. oder hätte Freitag der 13. der Platzhirsch werden können, besser als DBD. Ich habe kein Problem mit DBD, ich habe selber sehr viel DBD gespielt. Für viele Menschen, wenn ich sage, ich habe 230 Stunden oder sowas in DBD, dann sagen die, what, das ist doch nicht viel, Keys, ich habe 2000. Leider bin ich Berufsspieler, klingt total verwerflich, wenn man so ausspricht, und Familienvater. Oi, oi. Und? Ja, dieses komische Gift, was die kann, ist richtig übel. Und die Sehne nochmal irgendwie durch und... Alter! Da ist Hass drin in den Kills. Also ja, wie gesagt, ich habe überhaupt gar kein Problem mit DBD. Mag ich gerne, spiele ich auch gerne. Aber DBD ist halt Generatoren reparieren in tausendfacher Ausführung. Und Freitag der 13. hatte einfach diese wunderbare Dynamik. Vielleicht kriegt das Spiel es aber auch hin, weil die Bausteine sind gesetzt und es ist ja noch nicht alles. Die konnten ja auch Freitag nie weitermachen. Freitag war ja auch ein erfolgreiches Spiel. Aber wegen dem Lizenzstreit ging es dann vor die Hunde. Und weil die Entwickler dann wirklich traurigerweise auf ihr Spiel gespuckt haben, kamen dann auch keine Patches, keine Updates, nichts mehr raus. Und dann war halt das Spiel des Todes verurteilt. Was sehr, sehr schade ist, denn ich hatte sehr viel Freude damit und habe es sehr gerne gespielt. Und auch das letzte Update, was ja schon fast fertig war, es gibt ja auch Versionen im Internet da draußen, wo man das Update auch spielen kann mit Jason X. Ja, wäre schon noch viel möglich gewesen. Jason out of space, auf einer Weltallstation und so. Echt coole Idee. Da bin ich mal gespannt, wie sie es mit Leatherface machen wollen, weil ich finde, Leatherface hat nicht so viel Variation wie in Jason. Weil Leatherface eigentlich immer derselbe ist. Ein großer Typ mit einer Kettensäge, der eigentlich auch nur eine Kettensäge verwendet. Jason ist da einfach ein bisschen wandelbarer über seine Filmhistorie hinweg. Also bin ich gespannt, was sie da für Ideen haben. Ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle Roadmap gibt. Oh, sie kommt auch raus. Ist das nicht eine andere Stelle? Ja, das ist eine andere Stelle. Oh, aber sie muss es noch knacken. Knack und Back, sie braucht einen Dietrich. Alter, die ein Glück. Wenn sie das jetzt nicht versaut, wenn sie das jetzt nicht verhämmert. Schlossknacken ist auch nochmal eine Nummer, ne? Zum Balance, viele sagen, das Spiel hätte Balance-Probleme, finde ich persönlich nicht. Ob man da auch detected wird beim Rumwühlen? Ja, auch eine Bewegung irgendwie, aber anscheinend nicht. Okay, das ist schon mal sehr fair. Man muss auch wirklich warten, bis der Opa fertig gebrüllt hat. Weil wenn da noch ein bisschen Geheule vom Opa drin ist, dann bist du am Popo. Also das Balance in so Spielen ist immer super schwierig. Aber ich finde, es ist okay.
Ich finde jetzt nicht, dass, es da jetzt für beide Seiten gar keine Möglichkeiten gibt. Ihr habt ja gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel dafür sorge, dass so ein Opa ausgedanced wird und er muss dann Verstärkung holen, dass da zwei Killer irgendwie beschäftigt sind, dann können die anderen natürlich ordentlich was wegmachen. Klar, es ist gegen zwei Killer schwieriger als gegen einen. Aber du kannst da schon deinen Mates einen großen Gefallen tun. Na, sie ist bei der Tankstelle raus. Alter, wie lang ist denn hier der Außenbereich? Vorne noch ein totes Gürteltier, was wahrscheinlich mit einer Herzmassage und einer Mund-zu-Mund-Beatmung wieder reanimieren muss, damit du es auch noch retten kannst. Vor der Familie. Kurt, das Gürteltier muss gerettet werden. Ich spende ihm meine Niere, damit es weitermachen kann. So, das waren jetzt meine ersten beiden Runden als Survivor. Der Levelaufstieg hier ist für alle. Es gibt einmal hier dieses Hauptlevel, da bin ich jetzt Level 7. Das ist egal, ob ihr Survivor oder Killer spielt. Und dann gibt es natürlich nochmal pro Charakter einen Talentbaum, den ihr leveln könnt. Und nochmal Fähigkeiten und bla bla bla. Also da gibt es eine Menge Zeug, die man leveln und skillen kann. So, wo bin ich? 1300 Punkte. Ja, sie war am längsten drin. Da gibt es halt auch schon echt fette Boni. Sie hat sich ja quasi alleine rausgemogelt. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.